Also ich begrüße zum heutigen Workshop, wo wir versuchen, jetzt einfach Experimente mit IPv6 und 6LoWPAN zu machen. Wir werden mal schauen, was funktioniert, wie weit wir kommen, wie das Ganze ist. Wer sind wir? Die meisten kennen uns ja schon. Wir sind der OS Domotics, ein gemeinnütziger Forschungsverein, und haben uns zum Ziel gesetzt, die ganze Thematik Haustechnik, Internet der Dinge, zwischen Firmen und Politik und allen Stakeholdern irgendwie mitzumischen und mitzubestimmen, nämlich dass ihr auch mitbestimmt und mitmacht, indem wir Veranstaltungen machen, große Veranstaltungen, wie letztens im Museumsquartier, den IoT Day Vienna, oder voriges Jahr den Global IoT Day, der war international, wo wir Leute eingeladen haben und reden auch mit Politik und Wirtschaft und versuchen auch Firmen zusammenzubringen, die das Thema behandeln. Am Herzen liegt uns Open Source und Open Hardware. Ja. Warum Open Source? Im Prinzip ist es so, dass sich nur Dinge weltweit einheitlich durchsetzen, wenn sie offen sind. Ja. Deswegen sind alle Internetprotokolle, mit denen wir heute arbeiten und die ganze Vernetzung der Welt, beruht auf Open Source. Egal, wie proprietär ein Hersteller ist, er verwendet diese Open-Source-Protokolle. Warum? Weil wenn man das nicht tut, kann man im Internet nicht kommunizieren. Also auch IP-Stacks, die E-Mails, alles, was man verwendet hat, HTTP-Verschlüsselungen, sind alle Open-Source. Wo findet man die Dokumente dazu? Bei der IETF. Das ist wieder ein Verein, wo jeder von euch mitmachen kann, die Papers mitbestimmen kann, mitschreiben kann, Vorschläge machen kann, auch für neue Protokolle. Und über die IETF wird das verwaltet. Alles, was man dort macht, muss frei von Patenten sein. Es muss zwei Referenzimplementierungen geben und eine einzelne Person tut sich schwer. Das heißt, man sollte das immer in Gruppen angehen. Man kann auch wo mitmachen. Warum Open Hardware? Wir entwickeln auch Open Hardware. Also alles, was ihr hier seht, ist das meiste Open Hardware, dieser Router dann nicht, den habe ich gekauft. Aber sonst, was wir machen, ist Open Hardware. Warum? Damit eben auch jeder die Chance hat, die Schaltungen zu sehen, mitzumachen, umzubauen, umzudesignen, Erfahrung zu sammeln oder auch selbst zu vermarkten, wenn es ihm Spaß macht. Wie fangen wir an? Was ist Internet der Dinge? Da werden natürlich viele unterschiedliche Sachen verstanden. Früher hat man unter Internet der Dinge verstanden, die weltweiten Fabriken vernetzen wir jetzt über RFID und ein Produkt steht oben, was werden soll. Ja. So waren die Anfänge der Idee vor vielen Jahren. Nachher kam jemand und sagte, na Moment, Internet der Dinge ist mehr. Wir stellen uns vor, wobei das wir eine Gruppe von Menschen waren und Universitäten und anderen Leuten, das Internet der Dinge stellen wir uns vor, wir bringen jetzt diese Taschentücher ins Internet, ja? Diese Lampe ins Internet. Das Problem an der Sache ist, dass auch viele Firmen darunter verschiedene Dinge sich vorstellen und sofort davon reden, sie können IoT. Ja? Wir sind der Meinung, Internet der Dinge heißt, dieses Ding soll auch Internetprotokolle sprechen und nichts Proprietäres, was wieder übergeht, wie es irgendwie übersetzt wird, damit man doch mit dem Internet damit reden kann. Ja. Wir sind der Meinung und verfolgen auch die Idee, wenn man schon ein Ding ins Internet bringt, dann soll es sich wie ein PC verhalten können. Also es soll IP sprechen können, es soll alle oder die benötigten IP-Protokolle auch unterstützen, damit es wirklich im Internet ist. Ja, ob man es dann wirklich ins Internet hängt oder ins lokale Netz über IP, bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber wir halten recht wenig von Lösungen, die über Gateways funktionieren. Ja. Ich kann noch jeden von euch stark abraten davon, wenn er jetzt ein Produkt oder Ideen hat, es mit Gateways zu lösen. Das ist relativ mühsam. Da wird es dann drauf kommen, wenn ihr das ausrollt weltweit oder halt wo auch immer. Weil wenn ihr irgendwas ändern müsst, müsst ihr Gateways ändern und dann müsst ihr alle Gateways on the fly updaten können oder die Hardware austauschen. Das ist der Nachteil von Gateways. Ja. Und dann kommen wir schon zu dem ersten Thema.
Was braucht man, um das Internet der Dinge experimentell oder wie auch immer tun zu können? Man braucht wir wollen ja die kleinen Dinge bauen, man braucht irgendein Board, ja, mit dem man anfängt. Wir haben da so kleine Boards gebaut, die nennen wir Merkur-Boards, wie der Planet Merkur. Und da ist ein kleiner Atmel-Chip drin. Warum Atmel? Damit er Arduino kompatibel ist, weil Arduino kennen einige von euch. Und das sieht man da, dieses Merkur-Board. Es soll wenig Strom brauchen und es soll funken können und es soll IP können. Da drinnen rennt ein 8-Bit-Mikrocontroller und früher hat man gesagt, das geht nicht. Man kann keinen IP-Stack schreiben für einen 8-Bit-Mikrocontroller. Und dann gab es einen Student in Schweden, der hat gesagt, das geht, weil ich mache es jetzt. Und hat es gemacht. Und daraus entstand der MyIP-Stack. Den kann man auch heute noch verwenden, wenn man sagt, ich brauche kein Betriebssystem. Man möchte einen Mikrocontroller über IP kommunizieren lassen, nimmt man den MyIP-Stack. Und wenn man ein Betriebssystem möchte, kann man da verschiedene Betriebssysteme nehmen. Wie kann man das Ganze einteilen? Irgendwie hat halt keiner mehr Zeit. Ja, heute ist auch das Thema Rapid Prototyping. Und früher haben wir halt jahrelang entwickelt, dann hat man ein Produkt am Markt gebracht. Das hat man dann 10 Jahre oder 20 Jahre verkauft, ein bisschen umgeändert, anders Marshall, andere Farbe oder ein bisschen weiterentwickelt. Hat es wieder 10 Jahre verkauft und wieder 10 Jahre und ist in Pension gegangen. Ja. Das geht halt immer schwieriger. Weil man nennt das Produktlebenszyklus von Produkten, nicht von einem Produkt, sondern von einem, wie soll man sagen, von einem Bereich. Ja, zum Beispiel die Handys sind im Produktlebenszyklus schon am absteigenden Ast. Wer kennt den Produktlebenszyklus? Nicht. Nicht, ja. Es ist im Prinzip so, man hat eine Idee, es entsteht eine neue Bewegung, dann bauen auch bei Firmen was. Das ist, wenn es ein bisschen in die Höhe geht, dann gibt es die Early Adapter, die sind cool, muss ich unbedingt ausprobieren. Und wenn das dann einschlägt, wird es immer mehr und dann kommt man schon in die Vermarktungsphase, wo es immer mehr kaufen. Und wenn es dann schon viele Hersteller gibt, so wie jetzt, jeder hat schon ein Handy, dann beginnt die Kurve wieder zum Kippen und geht runter. Ja. Und in dieser absteigenden Kurve sind momentan die Handys, die Tablets und das alles drin. Warum? Weil es schon ganz viele Hersteller gibt und jeder hat schon eins. Was macht man, damit noch mehr verkauft wird? Man muss jetzt immer schneller, immer mehr verschiedene auf den Markt bringen. Mit allen Tricks. Ja. Und das Problem ist, dass diese Produktlebenszyklen heutzutage immer schneller durchlaufen werden. Ja. Das Einzige, wo es nicht so ist, na, sind zum Beispiel Schuhe. Ja. Das heißt, die haben so ähnlich ausgeschaut und die werden wir auch noch in 20 Jahren brauchen. Aber vor 20 Jahren hat keiner ein Smartphone gehabt und um es in 20 Jahren brauchen, glaube ich nicht. Ja, da gibt es sicher was anderes. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen irgendwie schneller werden. Schneller wird man, wenn man zum Beispiel auf Plattformen setzt, ja, also IoT-Plattformen, dann irgendwie Internet der Dinge, sollte man auch Internet-Netzwerkprotokolle verwenden, habe ich eh schon gesagt, also Netzwerke und Protokolle. Dann irgendwie sollte man Betriebssysteme verwenden. Also auch beim Mikrocontroller ist die Zeit vorbei, wo man sich hinschreibt und jetzt von Null beginnt. Ja. Man hat die Zeit nicht mehr. Auch bei 8-Bit-Mikrocontrollern nicht mehr. Aber vor 20 Jahren war das anders. Da bekam man eine Aufgabe, dann hat man sich hingesetzt und hat es alleine, so 2 zu 5 zu 10, einfach geschrieben. Ja. Vom nackten Prozessor weg. Das tut man heute eigentlich nicht mehr. Warum? Weil einfach die Aufgaben viel komplexer sind wie früher. Dann braucht man verschiedene Tools. Da werde ich halt ein paar vorstellen. Und dann brauchen wir irgendwie Prototyping. Ja, das werden wir auch durchgehen. Zu dem Zweck haben wir versucht, wir sind auch im Aufbau einer Plattform, die wir Smart Sara nennen, wo alle diese Komponenten vorkommen. Warum Sara? Das ist aus der Serie Eureka, heißt die. Die kann ich euch nur empfehlen, die ist recht lustig.
Das ist eine Wissenschaftsstadt, die geheim ist, die keiner kennt, mit so einem Schutzschild. Und das sind lauter verrückte Leute, also hochqualifizierte Genies, die ganz tolle Ideen haben und ganz tolle Sachen bauen, nur geht immer was schief, ja, im Endeffekt. Und sie müssen jedes Mal die Welt retten, sozusagen, in jeder Serie, weil halt ein Experiment wieder mal fehlgeschlagen ist. Und da gibt es auch eine künstliche Intelligenz, die heißt Sarah, die ein Haus steuert. Da haben gesagt, die ist cool und wir nennen die Plattform Smart Sarah. Ja, es muss irgendwie heutzutage bequem und einfach sein. Ja, also keiner hat mehr Lust, wenn man das jetzt macht und man ist verheiratet und dann kommt die Frau und sagt, ja, das ist viel zu kompliziert, das kannst du gleich wieder wegtun. Ne? Oder man hat keine Zeit, man kennt sich damit nicht aus oder man kennt sich aus, aber Smart Home sollte eine Hilfe sein und nicht umgekehrt. Ja, und da versuchen wir daran zu arbeiten, dass es wartungsfrei wird, das ist das Ziel, dass es einfach geht und Plug and Play wird. Schlüsselrolle spielen moderne Kommunikationsgeräte und Protokolle, haben wir schon darüber geredet. Also irgendwie sollte man ja sein Handy einbinden können oder seinen Fernseher, gibt es ja heute nicht mehr, sage ich einmal, sondern diese hochintelligenten Fernseher, die mitlauschen, was man gerade redet und sieht. Tablets, Smartphones, Autos, was auch immer. Also im Tesla sagen die Leute, dass ein fahrendes Handy ist. Ja, dann soll es energieeffizient sein. Warum muss es energieeffizient sein? Naja, es gibt so Studien, wo man sagt, man hat in einem normalen Smart Home 200 smarte Dinge. Und wenn jetzt jedes smarte Ding 10 Watt verbraucht mal 200, ich glaube, das schafft der Stromanschluss noch, aber das wird teuer. Ja? 24 Stunden am Tag. Ja? Deswegen sollte man Dinge bauen, die sich entweder selbst versorgen können oder durch so kleine Batterien sich versorgen können. IP-Kommunikation ist notwendig, das heißt in dem Fall dann 6LoWPAN. Offene Hardware-Software habe ich schon erklärt, Monitoring ist wichtig. Es ist interessant, also Monitoring heißt nichts anderes, es sind Systeme, die entwickelt wurden, um Computernetzwerke zu überprüfen, ob sie funktionieren, bevor der Kunde draufkommt, dass es nicht mehr funktioniert. Ja. Das nennt man Computer Monitoring und wir haben auch Entwicklungen und Erweiterungen geschrieben für Nagelsysteme, damit man auch über Nagelsysteme diese kleinen Dinger mit monitoren kann. Weil im Prinzip ist es ein kleiner Computer. Jetzt kommen wir schon weiter. IoT-Netzwerk. Irgendwie haben wir ja gesagt, das soll ja wie ein Computernetzwerk alles zusammen funktionieren. Und da jetzt, damit wir das ausprobieren können, einen Router mit. Ja. Das ist irgendein alter Linksys-Router. Den kann man Switch-WLAN betreiben oder Router-WLAN. Ich betreibe hier Switch, weil da kann nämlich gar nicht IPv6. Wir werden aber drüber IPv6 reden. Warum das geht, werde ich euch dann kurz zeigen, was der Vorteil von IP-Netzen nämlich auch ist. Dann brauchen wir irgendwie für unseren Fall auch ein Smart Home System oder eben einen Router. Also ich habe hier so einen Mini-Rechner von Olimex genommen. Man kann aber auch andere Rechner nehmen und da habe ich ein paar Beispiele mit. Ich meine, die meisten kennen das eh, ja. Das ist so ein Banana Pro. Man kann theoretisch auch einen Raspberry nehmen oder auch praktisch zum Experimentieren. Der hat halt schon WLAN schon mit drauf, der nicht. Das ist halt ein Olimex-Rechner. Was hat der für einen Vorteil? Der ist Open Hardware. Das heißt, man kann sich einen Olimex-Rechner auch selber bauen, wenn man es möchte oder kann. Aber wahrscheinlich möchte man es nicht, wenn man aufschrauft. Ja. Das sind ganz viele kleine Dinge oben, nämlich wirklich ganz kleine Dinge. Mit einem Computer ist Linux kompatibel. Rennt normales Debian drauf auch. Hat zwei USB, Netzwerk, Strom, SATA-Platte, HDMI. Und was er noch Interessantes hat, den kann man an eine Batterie anschließen. Den kann man auch über einen LiPo-Akku versorgen und einen LiPo-Loader hat er drin. Also man kann ihn auch Notstrom versorgen. Und da kann man eine SD-Karte reingeben.
Innen hat er noch Pfostenstecker, wo man sich Platine machen kann und es draufstecken kann. Ist made in EU, Bulgarien, glaube ich. Ja. Bulgarien. Ich verwechsel immer Bulgarien und Rumänien. Die Leute verzeihen mir, die von dort sind. Und die sind auch ganz nett. Also wenn man anruft und sagt, ja, ich hätte es gern anders, und dann sagt er, ja, können wir ruhig machen. Und wenn eine gewisse Stückzahl da ist oder die finden die Idee so toll, dass sie glauben, sie können das auch verkaufen, dann machen sie es sowieso. Und wenn du sagst, ja, ich habe einen Markt dafür, dann machen sie es halt mit dir zusammen auch. Ja. Die sind da recht offen. Also man braucht einmal einen Computer, den verwenden wir als Server. Ja. Man kann auch jeden großen Computerserver nehmen, aber der ist halt klein und braucht wenig Strom. Dann brauchen wir noch irgendwie eine Netzwerkkarte. Hier sieht man diesen Router, oder wo halt da auch Proxy steht. Wir müssen jetzt irgendwie verschiedene Netze verbinden. Ja. Dieses Netz, dieses stromsparende IP-Netz, wollen wir mit einem Kabel verbundenen Netz verbinden. Das ist aber nicht WLAN, es ist ein IP-Netz, das über Funk spricht, was auf einem offenen Standard beruht, aber heißt, in dem Fall heißt es 6LoWPAN. Ja. Das ist nicht ganz korrekt technisch. Das Zwischenprotokoll ist immer 6LoWPAN, aber man spricht dann auch von 6LoWPAN. Funktioniert über IEEE 802.15.4, falls es mich interessiert. Hat den Grund, warum nimmt man nicht WLAN? WLAN nimmt man nicht, weil WLAN viel Strom braucht. Ja. Es gibt ja auch so kleine Module mit WLAN, die ESP 82 irgendwas. Kosten auch nicht viel Geld. Nur die kann man halt schwer mit Batterie betreiben, ja, weil die beim Programmieren brauchen es 500 mA und im Betrieb brauchen es 200 bis 400 mA oder 80, wenn sie nur horchen. Milliampere. Das ist ziemlich viel, das heißt, mit einem Akku kommt man 2 Tage aus, dann ist Schluss. Ja. Wir denken aber an Geräte, wo wir 1 Jahr durchkommen oder 2 Jahre oder 4 Monate oder was auch immer, ja, oder 2 Monate. Also wir reden da von höheren Zeitspannen. Und deswegen, warum geht das nicht? WLAN hat viel Sendeleistung, viel Bandbreite, ist für wenig Teilnehmer gedacht. Ich habe gesagt, in einem Haus haben wir ungefähr 200 Knoten. WLAN kann nicht 200 Knoten. Ja. Ab 2030 machen diese Router schon Wirk und sie gehen nicht mehr. Ja. Und diese 6LoWPAN-Netze sind dazu designt, dass sie so 200, 250 Knoten können pro Router. Das heißt, wir brauchen eine Netzwerkkarte, die das kann. Ja. Hier ist ein Merkur-Board mit einem seriellen Adapter verbunden zu einem Stick. Das ist unsere Netzwerkkarte. Wenn man da RPL Border Router Software draufflash vom Contiki, dann ist es eine Netzwerkkarte. Also die steckt man da rein über USB. Und werden wir mal anstecken. Bitte? Wird im Linux dann als UART erkannt werden? Naja, wie funktioniert das jetzt? Wir haben da ein USB. Ja? Das ist ein USB-Serial-Wandler, also müssen wir über die Serial-IP reden. Dazu gibt es das SLIP-Protokoll. Ja. Dadurch kann man über eine serielle IP reden. Dazu gibt es einen Dämon im Contiki, der heißt TUNSLIP 6. Das heißt, der tunnelt jetzt IPv6 über die serielle. Warum TUN? Im Kernel gibt es diese TUN-Interfaces, die Tunneling-Interfaces. Und im Kernel erscheint es dann unter IF-Config oder IP-Config als TUN-0-Interface. Ja. Tunneling 0 Interface. Das heißt, du gehst da direkt rein und hast ein Tunnel-Interface. Ja, genau. Und der TUNSLIP-Dämon gibt diese Verbindung dem Kernel und dann hat das Ding auch schon eine IPv6. Präfix gibst du mit, dem TUNSLIP, mhm. Und dann hast du ein IPv6-Netzwerk. Also wie er schon sagt, das ist praktisch. Das ist der Grund, warum IPv6 praktisch und klein ist. Diese Module sprechen normalerweise nur IPv6, ja, IPv4 nicht. Man könnte es zwar theoretisch auch drauf tun, und hier, es gibt auch Möglichkeiten im Contiki, dass man IPv4 und 6 mischt, aber IPv4 ist nicht performant, ist sehr komplex, sehr groß. Ich sage jetzt schon einmal unnötig, ja. Ich meine, unnötig ist es natürlich nicht, aber wir haben für neue Geräte eh keine IPv4-Adressen mehr. Ja.
Und IPv6-Adressen haben wir genug. Es ist performant, klein und schlank, also verwenden wir es auch. Also stecken wir es dann dran. Also jetzt nehme ich das Netzwerkkabel. Halt, das ist kein Netzwerkkabel. Da ist das Netzwerkkabel. Dann stecke ich es da in die Switch-Buchse, nicht in die Router-Buchse in dem Fall. Weil das soll ja nur ein Switch sein, routen soll der. Und dann braucht man noch Strom. Das muss jetzt da kurz blinkt haben. Hat es da geblinkt? Wahrscheinlich. Ja, es leuchtet. Halt, der ist nicht geflasht, sehe ich gerade. Ja. Da war auch wurscht hin. Mich hat so verwirrt, warum das erst später blinkt, das Modul. Das liegt daran, dass dieser Computer ein professionellerer Computer ist und die USB-Ports wirklich abschalten kann. Ne? Wenn du das mit Raspberry Pi machst, dann leuchtet es sofort, das USB, und den kannst du nicht resetten und nicht abschalten, was im Dauerbetrieb problematisch ist. Jetzt haben wir mal einen Router dazwischen, und dieser Router vergibt jetzt auch dann Präfixe an die Computer. Wer kennt IPv6 nicht? Kennen wir alle. Das heißt, das erspart man mit dem IPv6. Das heißt, man hat ein Präfix und es ist selbstkonfigurierend. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dann haben wir da kleine Cs. Das sind diese Module in dem Fall. Das sind so kleine Computer, die über das Core-Protokoll in unserem Fall reden. Also Contiki, was ich dann sehen werde, das kann mehr Protokolle, wir nehmen meistens Core. Man kann auch MQTT oder HTTP nehmen. HTTP hat einen Nachteil, dass es viel Overhead hat und über TCP geht. Und normalerweise nimmt man bei solchen Konstruent-Netzwerken UDP-Protokolle. Sinnvoll sind RESTful-Protokolle, und dann man kann auch MQTT nehmen. Das MQTT ist aber auch über TCP, und dann gibt es aber noch MQTT SN, das ist dann über UDP. Das ist aber eher gedacht wie so ein Trichter. Ja, es gibt viele Knoten, die gehen zu Datenbrokern, und mehrere dieser Broker sammeln die Daten und schicken es zu Servern. Das ist für Cloud-Lösungen interessant. Für reine Smart-Home-Lösungen, wo man auch will, dass das alles vermarscht und vernetzt kommuniziert, wurde das Core-Protokoll erfunden über die ETF. Das ist nichts anderes wie RESTful Services über UDP. Wie ja. Schaut es eigentlich mit der Sicherheit aus? Weil das kleine Gerät hat eine Rechenleistung. Ja. IPv6 ist gleich mit Security definiert worden. Also dieser Chip hat auch eine Hardware-AES Crypto Engine drin. Das haben eigentlich alle Mikrocontroller heute schon. Ja. Aber wie du sagst, stimmt das. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, man fährt entweder IPv6 Security oder TLS, in dem Fall DTLS. DTLS ist für UDP und TLS für TCP. Ja. Wir wollen aber UDP fahren, also nimmt man DTLS. Gibt es einen feinen Unterschied, in Wikipedia kann man das nachlesen. Und da gibt es die Tiny DTLS-Lib, die ist für Submicrocontroller geschrieben. Und im Kotiki kann man die Tiny DTLS-Lib verwenden. Und dann zum Beispiel CoAPS fahren. Ja. Das ist so wie HTTPS halt. Wir haben es standardmäßig nicht drin. Es gibt Andeutungen und Erklärungen, wie man es reinkriegt. Und wir wollen auch heuer das mehr dazu, wie sagt man da, also mergen von diesem Projekt auch zu uns und ins Contiki rein. Weil es hat immer geheißen, das kommt jetzt im Standard-Contiki. Ja.
Sie haben aber in StandardContiki erst mit der ersten Schicht in StandardContiki begonnen. Man kann jetzt Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungen fahren, was ich aber nicht für sinnvoll halte. Und der nächste Schritt, den Sie jetzt einbauen, ist TLS und RPFS Security. Und wir haben gesagt, ja, wir warten, bis die fertig sind. Wenn man es jetzt schon machen möchte, ist kein Problem. Es gibt die Tiny TLS für Contiki und auch Beispiele beim 6LBR-Projekt, also ein 6er LBR geschrieben, was auch in Contiki vorhanden ist, die verwenden das schon. Ja. Es ist nicht schwierig, wenn man es dazu mergt, aber es ist eine Woche Arbeit. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn das dann funktioniert, dann kann man mit Pre-Shared Keys fahren oder mit Zertifikatserver. Ja. Da kann man sich StrongSLAN auf einen Server installieren, das ist ein Zertifikats-Key-Vermittlungssystem. Wenn man mit Pre-Shared Key fährt, merkt man es eh nicht, ja, die Verschlüsselung ist schnell genug. Allerdings, wenn man Zertifikate wechselt, dann muss halt die Firmen verwendet werden und mit diesen Primzahlen und dann kommt das ins Spiel, was du sagst, die sind ja langsam. Und das heißt, ein kompletter Schlüsselaustausch über Zertifikate, wenn man die ganzen Keys und Sessions neu berechnet, dauert 7 Sekunden. Aber das macht man eh nicht jede 10 Minuten. Ne? Das macht man einmal und dann vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat oder wann auch immer. Und dann gibt es auch Implementierungen, die auch über also Kontrolllists fahren. Ja? Das sind diese, mit dir rede ich über Port 22, sage ich jetzt mal irgendwas. Dann fahren wir mit Zertifikaten und IPv6 Security. Wir fahren unverschlüsselt. Wir haben nichts zu verbergen. Ja, berühmter Satz, der total krank ist, aber wir haben ja nichts zu verbergen, wir sollen mithorchen. Ja. Weil ich frage ihn eh nur, wie spät es ist. Und was auch ein Risiko ist. Ja. Aber nicht, dass er was Falsches sagt, sondern dass ich eher für ihn ausgibt und so Sachen. Ja. Und mit dir fahre ich mit Pre-Shared Keys, weil das muss schnell gehen und wir reden im internen Netz miteinander, da wollen wir keine Zertifikate jetzt und warum auch immer. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, dass man pro Port eine andere Verschlüsselung wählt mit Access Control Lists. Ja. Kriegst du sie dann ins Netz hinein? Weil theoretisch könnte der Nachbar sich genau das gleiche Netz aufbauen, woher weiß ich, dass das Backdoor sich mit dem Netz und nicht mit meiner verbindet oder umgekehrt. Ne? Ja, genau. Das heißt, du solltest dir irgendwie überlegen, dass du irgendwelche Anfangskey reinspielst. Und über den Anfang-Key erkennst, das ist deiner, und dann erst auf die richtigen Keys wechselst. Ne? Das ist ein gutes Thema. Wie pairt man Geräte richtig, damit niemand mithorcht? Ne? Erstens einmal gibt es die schlechte Möglichkeit, jeder nimmt den gleichen Key. Ja, das haben sie versucht bei dem Netzwerk mit Zigbee und mit, wie hat das andere geheißen, weiß ich es nicht, das in den Medien erst war. Ne? Und die hatten das große Problem, dass sie jeden Hersteller gezwungen haben, immer den gleichen Key zu nehmen. Das Problem an der Sache ist, wenn ich jetzt ein Nachbar bin und ich lausche auf deinen Knoten und du drückst auf Pairing, kenne ich ja den Key, kann das Netzwerkprotokoll entschlüsseln, weil ich ja den Anfangskey kenne, sehe den neuen Key und es kann nie wieder sicher werden. Ja? Ich kann Man in the Middle spielen, warum auch immer. Ja? Das ist eine schlechte Idee. Es gibt aber Verfahren, wo beschrieben wird, wie man das sicher machen kann. Ja. Ich habe mich damit nicht im Detail beschäftigt, aber es ist komplex, das ist Thema. Es gibt aber Möglichkeiten. Ja. Wobei dann mal wieder zu dem Thema kommen, dass die rechenschwach sind. Das geht wieder über die Filman-Methoden, die über Primzahl E hoch XY das machen. Aber das Problem. Das auch über Public- und Private-Key-Kombination? Ja. Also die einfachste Methode ist natürlich über Zertifikate. Ja. Das heißt, du schreibst in den Router rein einen vertrauenswürdigen Knoten und die verwenden zuerst dieses Zertifikat, das heißt natürlich nur du spielst vorher rein. Und egal wer kommunizieren will, muss es zuerst bei deinem Router gegenprüfen. Ja. Alle anderen werden rausgeschmissen. Ja. So macht man es in richtigen Computernetzen auch. Ja. Wenn du Cisco-Server und Systeme hast, die nicht sicher sind, weil es proprietäre Software haben, wenn wir es als Snowden wissen. Aber der Aufbau war korrekt gemacht. Wenn man das mit Linux macht und selber macht, ist man dann schon auf einer sicheren Seite.
dann machen die das so in diesen großen Routernetzen, sie haben immer Zertifizierungsrouter, ja, zumindest einen. Und bevor man eine neue Komponente in Betrieb nimmt, wird in diesen Router der andere Knoten als vertrauenswürdig eingetragen mit den Zertifikaten. Und wenn der nicht drinsteht, wird er nicht angenommen. Und auch nicht, alle anderen nehmen ihn auch nicht an. Diese Möglichkeiten gibt es, ja. Das ist auch möglich, aber wie lange Rede, kurzer Sinn, dazu muss man eben korrekt vorgehen. Ja. Macht man, will man nicht, kann man nicht, weiß man nicht. Ja. Also, aber manchmal ist es ja auch nicht verkehrt, wenn das Systeme sind, die eine gewisse Sicherheit benötigen. Ja. Natürlich, das ist sinnvoll. Wenn meine Haustür damit auf und zu geschließt ist, dann ist das ja schon nicht verkehrt, wenn das jeder kann. Das Problem ist, dass wahrscheinlich alle, die hier im Raum sind, wenn wir zusammen was tun, dass wir das können, als was ich erzählt habe. Ja. Vielleicht braucht man für manches ein bisschen länger, aber ich schätze mal, wenn man jetzt wirklich so ein System von null weg jetzt mit diesen Contiki und allen und den StrongSwan-Servern und das Ganze machen mit Zertifikaten, weil der Michi kennt sich da auch aus, dann kriegen wir das zusammen hin. Ja, vielleicht in einer Woche, in einem Monat. Ich sag mal, die Haustür kriegen mit dem Stemmeisen wahrscheinlich auch schneller auf. Ja, ja, aber wie Sie schon hört, es ist komplex. Ja. Und unsere Aufgabe sehen wir auch darin, wie kann man sowas jetzt auch so machen, dass auch ich das geschwind hinkriege oder er. Ja. Und dann später auch der normale User hinkriegt, ohne dass man was einbüßt. Ja. Und dann pflegt. Und dann muss man es pflegen. Ja. Weil jede Security, die jetzt sicher ist, ist man unsicher. Weil man ja nie weiß, was machen die Bösen, sage ich einmal. Ja? Weil wir dürfen keinen Fehler machen und die müssen nur einen finden. Ne? Das ist das 1-zu-1-Problem. Es geht gar nicht darum, dass das Böse sind, sondern es geht einfach darum, dass du einfach drauf kommst, dass die Technik, die heute um Office morgen Fehler gefunden worden ist und nicht mehr verwendbar ist. Es gibt keine Software ohne ja. Fehler. Das ist einfach die Illusion. Auf jeden Fall, ist es ein, wie man sieht, war das, wie wir begonnen haben, kein Thema. Ja? Das war auch bei Windows 95 kein Thema. Ja? Jeder, der schon älter ist, das kennt. Damals hat nicht einmal wer gewusst, was Security heißt. Ja? Jeder hat gesurft und hat Betriebssysteme gehabt, wo es nicht einmal ein Passwort gegeben hat. Kann man sich halt nicht mehr vorstellen bei den jüngeren Leuten. Aber ältere Leute, ohne jemanden zu diskriminieren, aber im Computerzeitalter sind 6 Monate, ist man schon alt. Ja? Damit meine ich einen PC. Ja. Wenn man jetzt einen PC kauft, ist er nach 6 Monaten alt. Ja. Und in der Computertechnologie sind solche Wellen, dauern vielleicht 10 Jahre, dann ist es schon heillos veraltet, wie du sagst. Dann kann man nur mehr wegwerfen. Ja. Was bei Internet der Dinge problematisch ist. Weil will man alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre alle seine 200 Geräte neu kaufen? Eigentlich nicht. Ja. Die Frage ist, ob da geht's auch? Aber geht's auch? Ja? Ich habe eine Fußbodenheizung, die hängt im Internet der Dinge, sage ich jetzt. Ja? So, muss ich die jetzt rausreißen, weil auch im komischen Rohr ein Internet der Dinge drin ist. Ja, ja genau. Dann muss ich vielleicht den Boden aufstemmen. Ja? Also wir müssen da auch an Dinge denken, die nicht so abschätzbar sind. Also sollte man vielleicht eher, wenn es möglich, Betriebssysteme verwenden, die sicherheitstechnisch gewartet werden, wo man dann die ganze Firmware tauschen kann. Ja. Das hilft dann über einige Jahre hinweg. Aber wenn wir jetzt Security Pro weglassen, wie fährst du die trotzdem? Das ist ja auch nicht so einfach, das Ding zu fahren. Also du willst es ja nicht haben, dass es dann, wenn man da 2 Netze hat, dass der sich mit dem verbindet. Ja, das ist momentan, also in dem Versuchsaufbau ist es so, dass es wie WLAN ohne Verschlüsselung ist. Ja. Also du hast keine SSID, da heißt das PAN-ID, unter dem Namen der Netzwerk erscheint, sind dort Nummern, dann hast du einen Kanal, den musst du einstellen. Auf den kleinen Geräten? Auf den kleinen Geräten, ja. Mhm. In dem Fall kompilieren wir das rein, die beiden Werte. Mhm. Okay, dann ist klar. Also du hast, glaube ich, jetzt 26 Kanäle zur Verfügung, den musst du dann aussuchen. Und auf jeden Kanal kannst du dann eben die PAN-IDs vergeben. Die gehen von 0 bis 65.565, wobei 0 ist für Broadcast reserviert. Das heißt, wenn du mit PAN-ID 0 redest, geht das an alle. Ja. Und die PAN-ID ist aber nichts anderes als ein Paketfilter für den Router. Ne?
Aber theoretisch, wenn ich mal ein Wireshark dafür bauen würde, dann könnte ich da trotzdem drauf hören. Natürlich, ich habe das, glaube ich, sogar mit. Ich habe das bei allen Panel-Dies anhören, oder? Du kannst auch mit jedem Kontiki alle Panel-Dies anhören. Okay, das ist, die Panel-Dies ist praktisch nur der Filter. Ja, die Panel-Dies ist nur zur Filterung da, keine Security. Die ist im Rollout im ersten Mal Flash, dann nehme ich das sicher. Genau. Außer du sagst, jeder muss ihn nehmen beim Rollout, auch alle Hersteller der Welt. Dann bist du auf der unsicheren Seite. Und das wurde gemacht, ja, bei gewissen Herstellern, bei Zigbee, ja, und bei Z-Wave. Und deswegen sind diese Systeme äußerst unsicher. Ja, sie haben noch viele unsichere Seiten, aber das ist ein großer Grund, warum man die alle sofort übernehmen kann. Ja. Dann sieht man da REST, ja, das heißt, wir fahren über RESTful Services. Da gehe ich nur ganz kurz ein, damit den anderen nicht langweilig wird, die das eh schon wissen. Layer 1 und 2 wird über 802.15.4 kommuniziert, kann man nachlesen. Layer 1 heißt nur, wie bringe ich physikalisch ein Bit rüber. Dazu brauche ich Energie, in dem Fall verwendet man da Funkwellen. In einem Kabel verwendet man Strom, also Leistung. Meistens sind das Stromschleifen. Powerline Communication, das sind diese Dinge, die man in die Steckdose steckt und die über das Stromnetz reden. Es gibt aber auch industriell Powerline. Ja. Das sind dann Dinge, die man in die Steckdose steckt, aber dann kann die Steckdose mit einer Steckdose reden drei Häuser weiter. Ja. Das geht auch über Transformatoren hinweg. Und diese Lösungen reden auch alle mit IPv6 und Sixel-Paaren. Ja. Da gibt es zum Kaufen. Sind aber für den industriellen Einsatz gedacht. Was ist Sixlopan? Das ist ein Adaptionslayer, der das ISO-Modell kennt. Das hängt zwischen Schicht 2 und 3 mittendrin. Schicht 2,5. Ja. Wie ist die heutige Tendenz? Die heutige Tendenz ist, egal wie ich funk, egal was ich nehme, ich möchte IP drüber reden. Das ist die heutige Einstellung. Also nimmt man immer Sixlopan dazwischen, damit ich mit Netzwerken, die das nicht können, weil die Pakete zu klein sind, können die nicht IPv6 reden, mache ich meinen Zusammenstoppler, das nennt sich dann Sixlopan, und einen Kompressor, damit das trotzdem geht. Ja. Und in naher Zukunft, nämlich eigentlich schon ab heuer, gibt es auch Sixlopan-Stacks für Bluetooth. Ja. Wer sich dann näher interessiert, muss bei Nordic nachschauen, die NRF-Chips, die können das. Ist das nicht umzugehen? Naja, Bluetooth ist eine riesige Baustelle, ja, genau. Weil es nicht fertig ist. Und der Endzustand für Bluetooth wird sein IP, reines IP mit Routing. Ja. Oder es einfach nicht mehr zu verwenden. Naja, es ist aber in den Handys drin. Ja. Du kannst es ja auslöten. Aber es ist, sagen wir so, man kann es nicht wehren, ja. Möchte ich damit sagen, es ist drin. Und der Endzustand wird auch sein IPv6 in jedem Device. In dem Sixlopan, in dem Bluetooth-Ring, in dem Tracking-Gerät, ja. Kommt überall IP rein. Warum? Momentan machen sie das ohne IP, mit proprietären Sternnetzen und schreiben immer einen Gateway. Ja? Jedes Gerät braucht momentan einen eigenen Gateway. Natürlich ist das für Google, die das Android schreiben, unpackbar komplex geworden und für alle Hersteller auch unpackbar komplex. Ja? Weil der Ring rät dann nicht mit seinem Tracker oder mit meinem Tracker und ich brauche tausende Apps. Ja? Und morgen geht es nicht mehr. Und so weiter. Ne? Deswegen wollen die auch zu IP. Die machen es dann genauso. Nur steht da nicht dann 802.15.4, sondern 802.15.1. Oder 3, je nachdem welches Bluetooth. Ja, wir müssen routen können. Neighbor-Discovery geht nicht bei dem Funknetz, geht schon, aber braucht es viel Strom. Man kann auch Neighbor-Discovery fahren. Von IPv6. Deswegen wurde das RPL-Roll-Protokoll erfunden, damit man stromsparend routen kann. Wenn möglich, sollte man IPv6, UDP und ICMP einsetzen. Ja, ICMP macht Autokonfiguration, Koop zum Kommunizieren. Dann sieht man da den Aufbau des Stacks. Da ist eigentlich nur wichtig, dass man Koop redet und dass das eben auf IP und UDP aufsetzt. Und RESTful ist, da sehen wir jetzt das Kontiki OS, den Aufbau.
oder fast jedes Betriebssystem ist so aufgebaut oder so ähnlich aufgebaut. Es gibt momentan drei wichtige Betriebssysteme fürs Internet der Dinge, die eine Rolle spielen. Alle drei, die ich hier nenne, sind frei. Und fast alle proprietären Systeme, die man findet, die IP reden können und 6LoWPAN und so Sachen, die stammen entweder von ContiKiOS ab oder von TinyOS, wobei fast alle von ContiKiOS abstammen. Warum? Weil das die Lizenz erlaubt, ganz einfach dort. Dann gibt es noch TinyOS, das ist eher in Amerika verbreitet, verwendet eine eigene Programmiersprache, die man lernen muss, und ist eher universitär. Und dann gibt es noch Riot. Ja. Riot ist relativ neu, entstand ursprünglich eigentlich aus einer ContiKi-Version. Da wollte er was für die Feuerwehr in Echtzeit programmieren, ist drauf gekommen, ContiKi ist nicht hart echtzeitfähig. Dann wurde das Projekt mehrmals umbenannt, ist jetzt bei einer Uni in Berlin gelandet, die das weiter pflegen und heißt jetzt Riot. Riot, wenn man sich mit Linux gut auskennt, ist man mit Riot gleich per Du, weil es eine Config hat wie eine Kernel-Config. Ja. Warum verwenden wir es nicht gleich Riot für unsere Versuche? Das Problem an der Sache ist, das ist noch nicht fertig. Ja. Es gehen gewisse Dinge schon. Aber ich schätze, in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren ist es mit ContiKi ebenbürtig. Das kennt man von ContiKi einfach auf Weltkampfweg umzustellen, das ist aber zu hardcore, oder? Man sieht halt schon, dass ContiKiOS gewachsen ist. Ja. Und Riot wurde von Grund auf neu entwickelt und ist eher straight ahead und moderner anzugreifen. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Ja. ContiKi ist noch klein und fein, Riot auch, aber es wächst sich dann immer mit der Zeit alles aus. Ja. Es wuchert. Es wuchert, genau. Man muss die Wucherungen immer eindämmen. Ja. Nein. Momentan wuchern beide nicht. Ja? Ja, aber das ist halt bei jeder Software. Ich meine, hat halt Schuld, die man eingeht mit jeder Entwicklung und die muss man halt immer wieder reduzieren. Ja. Was ich noch sagen will, um nicht zu weit abzuschweifen, wir sagen Rapid Prototyping. Ja? Für das sind wir jetzt ziemlich langsam unterwegs. Ja? Aber auch deswegen, weil ein paar neue da sind, die das noch nie gehört haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, was ihr löst mit dem Mikrocontroller, nehmt ein Betriebssystem. Ja. Ja, aber der auch wenn jemand sagt, nein, ich bin jetzt schneller so. Natürlich bist du vielleicht jetzt schneller so. Aber jeder weiß, es wuchert, weil dann, wenn es sich weiterentwickelt, sagt, kommt der Kunde, ja, und wenn es das selber bist, naja, das möchte ich jetzt aber schon dazu bauen. Dann wird das zweite Feature noch schön integriert. Dann das dritte, vierte und das 17. Feature wird nur mehr gefrickelt. Ja? Und dann zerfaltet das Ding da drin, sozusagen. Ja, das ist halt so, wenn man, sag mal, das modular aufbaut und dann halt... Das schaffst alleine nicht, modular zu arbeiten. Ne? Und deswegen wurden Betriebssysteme entwickelt, die modular aufgebaut sind, die von hunderten, tausenden Leuten gepflegt werden, auf die Anforderungen, die man sich auf die schöne Liste geschrieben hat. Aber dann muss es nicht wuchern, weil dann kann es halt ein Grundsystem sein und wenn ich was zusätzlich brauche, dann packe ich halt ein Modul rein. Und genau. Wuchern ist eine Gefahr, ja. Und derer muss man dauernd hinterher sein. Und das tun die Leute auch, die diese Betriebssysteme entwickeln. Security ist eine Gefahr, da muss man dauernd dahinter sein. Ja? Abschweifungen der Features sind eine Gefahr, wuchern, muss man abdrehen. Man muss erkennen, in welche Richtung geht es, was ist wichtig, was will ich wirklich. Aber ist ContiKi jetzt für Produkte einsetzbar oder ist es echt nur Rapid Prototyping? Meiner Meinung nach sind nur zwei Produkte momentan einsetzbar, kommerziell. Das eine ist TinyOS ja, und das andere ist ContiKiOS. Okay, also das ja. Ist schon einsetzbar. Das ist einsetzbar, wird auch eingesetzt. Ja. Gibt auch kommerzielle Forks mit sehr, sehr guter Qualität. Naja, wenn du sagst, kein Problem, du kannst ContiKi nehmen, du kannst es mit dem Strongphone Server nehmen, du brauchst da jetzt von uns da fünf Leute und du hast es in einem Monat, das wird gehen. Du sagst, nein, ich brauch's morgen. Ach so. Dann gehst du zu einer Firma in Deutschland,
Ich sage jetzt, ich möchte keine Werbung machen, ja, aber da gibt es einen, zum Beispiel ZMDI, die sind ein Autobauer eigentlich und die haben auch so Funkmodule mit einem Contiki, dass das out of the box kann mit einer kurzen Anleitung für Windows, Linux, Mac, Strongsound-Server aufsetzen, wie geht das, und das heißt mit einem IT-Experten in 3 Stunden am Laufen. Ja. Das ist der Unterschied. Nachteil, du bist abhängig von dem. Ja, es ist nicht Open Source, wenn es die Firma morgen nicht gibt, hast du Pech. Ja, aber Contiki ist out of the box kommerziell einsetzbar. Das ja, ist nicht so, dass ich ja. Aber warum gibt es jetzt trotzdem Hersteller, die ein proprietäres Contiki haben, indem sie viele Features qualitativ hochwertig einbauen, der Community nicht zurückgeben und diese Zeitspanne, bis die Community hat, nutzt, um Geld zu machen? Ja. Wollte nur sagen, ja, warum nimmt jemand sowas einfach, damit er noch schneller ist? Ja, nein, das ist nicht so, dass jetzt ein paar Core-Module einfach nicht funktionieren oder nicht. Nein, das ist eher der Geschwindigkeitsvorteil, würde ich einmal sagen, also, ja, wenn man sich die richtigen aussucht. Ja. Development jetzt. Oder Development. Konfiguration und Development. Ja, okay. Ja.